Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Military Camp. So, hier fehlt uns tatsächlich jemand noch für die Schicht. Oh mein Gott, wir sollten da schleunigst. Hier, wir brauchen jemanden mit. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr. Was war denn hier eigentlich vonnöten? Weiß man das noch? Irgendwie nicht, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Okay, aber wir werden mal, hatten wir verdammte Propagandisten? Hatten wir das schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir werden mal reingucken. Oder wollten wir das direkt jetzt hier am Anfang machen? Wahrscheinlich schon, ne? Kann ich mir vorstellen, hier, da. Also wir sind definitiv drüber. Na, gute Arbeit bei der Zerstörung der Kommunikationsantennen in Little Land geleistet, ohne sie bisheriger geschwächt. Sie können nur. Oh, okay. Ja, Mr. Buster, da drücken wir doch direkt rein, ne? Dann, das ist ja zwar jetzt ein relativ leeres Land, was wir da haben, aber hey, das ist, ne? So, dann drücken wir hier mal direkt auf die Tube ein bisschen. Wieder 30 verfügbare Forschungen, ne? Da ist schon. Oh, und da geht's los. Unsere Taucher haben Peilsender an den Schiffen der ranghöheren Offiziere angebracht. Alles lief wie geschmiert. Indem wir uns die Trunkenheit der Anwesenden und sogar einiger Mitglieder des Sicherheitsdienstes uns gemacht haben, konnten wir uns in einen Raum schleichen, der geheime Informationen enthielt. Einen unserer Spione ist es gelungen, die Uniform eines Kellners zu ergattern. Er kommt jetzt ganz nah an die Gäste heran. Wenn er ihnen ihre Margarita serviert und dann will man was von uns. Was will man denn? Einer unserer Soldaten hat bemerkt, dass Leute gezwungen werden, auf der Party als Kellner zu arbeiten. Das können wir nicht zulassen. Wir müssen sie befreien. Aber das würde bedeuten, die Mission abzubrechen. Was für ein Dilemma. Was sollen wir tun? Ja, zur Hölle mit der Mission. Holt die Arbeiter da raus. Hilft ja leider nicht. Also ist nicht schön, aber muss halt, ne? So. Zum Zurückholen. Ja, wir haben unsere Feinde unterschätzt, obwohl sie die ganze Zeit mit Feiern beschäftigt waren, konnten wir nicht bekommen, was wir wollten. Wir müssen uns mehr Mühe geben. Ja, akzeptieren. Wir haben unsere Beliebtheit unter den Leuten um 40% gesteigert. Ah, wir konnten die Mission nicht erfolgreich abschließen. Ja, leider. Ja, Mission failed. Ist okay. Verstanden. Absolut verstanden. Haben wir den verloren? Okay, das ist uncool. Wir brauchen natürlich einen neuen Chemiker. Haben wir irgendwo jemanden, der. Haben wir noch irgendwo jemanden sitzen, der vielleicht unter Umständen. Ja, sehr schön. Da ist wieder ein Stromgenerator hochgegangen. Du bist für Verteidigung. Nein, wir brauchen jemanden, der Chemiker kann. Ich würde sagen, wir nehmen ihn. Tempotraining ist in Ordnung. Anheuern, wir nehmen den. Zack, da läuft er raus. Wo ist er? Da ist er. Zack. Ziel setzen. Ja, verdammt, da haben wir Intelligenz, wäre es gewesen. Unwichtig. Nein, wäre es nicht. Hier, genau die drei hat er doch, oder? Ja, Intelligenz hätte er jetzt auch gehabt. So, hau mal raus. Und dann gucken wir, dass wir den mal zusammenkriegen. So, 34 Forschungen bekommen wir. Haben wir noch irgendwas auf 1? Nein, haben wir nicht. Ich würde sagen, wir hauen unsere Chemiker ganz hoch, oder? Oder wollen wir unsere Spezialisierung Wüstensoldaten? Die brauchen wir halt jetzt momentan auch nicht so oft, ne? Weil wir jetzt nicht mehr so viel Wüste haben. Oh, schwierig, schwierig, ne? Wir könnten natürlich auch Batterien. Speicherkapazität 20%. Eieieiei. Schwierig, schwierig.
Ich würde sagen, wir hauen jetzt einfach mal hier unsere Chemiker nach oben. Dann ist das auf Maximum. Dann können wir hier weg. Hier rum, hier runter, hier rüber. Ja, speicher doch mal Spiel. Danke. Reparieren, aufwerten. Zack. Und dann haben wir hier unsere Chemiker ganz oben. Ich finde das sehr, sehr uncool. Da kommt Munition. Das ist gar nicht mal so kacke. Also hier, da geht schon ein bisschen was. Ja, vielleicht sollten wir da mal... Ich weiß halt leider nicht, was wir bei Munition jetzt brauchen. Ich glaube, dich können wir da ganz gut noch brauchen. Nachtschicht. Wir haben kein Gebäude mehr. Vielleicht kein Problem, wir bauen eins. Uah, das war falsch. Das wollte ich nicht. Du machst keinen Lärm, ne? Du machst auch keinen Lärm. Boah, das ist schwierig. Hier unten ist. Wir können ja mal gucken, ob wir hier. Halt, stopp. Hier. Hier vielleicht. Momentan funktioniert das ja ganz gut. So, und dann haben wir jemanden nicht hier rein. Wo haben wir den hin? Verdammte Axt. Verdammte Axt, wo ist der Typ, der kein Zuhause hat? Die Soldatenliste, Gebäudeliste. Rekruten? Nein, hier. So, und zwar hier. Leidet unter Schlaflosigkeit. Nein, der ist hier irgendwo ganz unten, oder? Hier ist er, genau. Den haben wir gesteckt. Wartungsgebäude 3 ist natürlich völliger Bullshit. Armor-Workshop, das ist natürlich absolut richtig. Und dann hier rein. Und das Ganze für die Nachtschicht, denn tagsüber ist sie drin, nachtüber ist er drin. Ja. So. Wir sollten ihn nur wahrscheinlich nachts noch ein bisschen in Stärke trainieren. Das wäre wahrscheinlich noch eine Idee. Das sollte man unter Umständen vielleicht sogar tun. So, hier lang, hier rum, hier rüber. Passt nicht zum Trainingsziel. Jo, wenn der passt, dann würde ich sagen, hau den da rein. Du bist ja unser zukünftiger, genau, hier hin. So. Haben wir gemacht. Oh, hier oben wird ordentlich Medizin. Also das ist schon... Wow, Medikamentenvorrat 350 von 350. Das ist ziemlich bombastisch, aber das heißt auch, dass es hier vernichtet wird, ne? Ja, das ist jetzt eher ziemlich ungeil. So. Vielleicht sollten wir hier so Kapazität 2300 ist das wieder. Das ist natürlich schon ganz saftig. Könnten wir Schlafklinik und Physiotherapie und so könnte man alles mal erhöhen. Wäre vielleicht auch gar keine so doofe Sache. Mir ist auch gesagt worden, ich möchte doch bitte öfter mal in die anderen Basen, aber ja, weiß nicht warum. Also man könnte jetzt natürlich auch einfach alle Soldaten hier rüberholen. Das wäre dann tatsächlich auch noch eine Option. Aber ja. Okay, das ist relativ doof, was wir da gerade tun. So, wie sieht es hier drüben aus? Das ist ganz gut. Kann nicht arbeiten. Jetzt ist er da drin, ne? Okay. In was ist der jetzt gerade gestiegen? Der ist jetzt gerade in irgendwas gestiegen, ne? Aber in was steigst du? Ah, das ist ganz cool. Schau mal, 230 Stunden. Ich glaube, da ist nichts angeliefert worden. Oder? Ich glaube nicht, dass da aber angeliefert wurde. Wow, das ist schon echt ganz gut.
So, müssen wir mal. Wo ist da jetzt gerade? Ich habe keinen Bastzimmer. Das tun wir mal raus. Das tun wir da mal raus. Dann gucken wir mal hier lang, du. Gasklinik, Behandlung. Nö, ist richtig. Da müsste auch jemand drin sein. Jo, Tag und Nacht besetzt, so muss das. 3000. Nope. Jo, nicht Wüsten. Schwierig. Die wären auch tatsächlich mal eine echte Investition. Habe ich, glaube ich, auch schon 5-mal gesagt, ne? Dann. Das mal. Da läuft eine in die Schlafklinik rein. Ganz toll. Eieiei. Vielleicht sollten wir tatsächlich ja auch noch jemanden zweiten dann. Der da so ein bisschen. So ein bisschen fitter ist. So, du kommst ganz gut. Komm mal hierher. Du komm mal hierher. Zack. Ziel setzen. Auch du sollst Chemikant werden. Wo gehst du hin? Intelligenz. Intelligenztraining ist total unwichtig. Total unwichtig. So, ich würde sagen, wir hauen hier direkt einen drauf, weil. Einfach, weil wir es können, ne? Einfach, weil wir es können. So, hier hin. Hier aufwerten. Joop. Zack und schon können da neue Medikamente rein. Da sind Sanitäter drin. Okay. Soll ich da Sanitäter rein? Hat das den Grund, warum da Sanitäter drin sind? Wahrscheinlich, weil, keiner. Aus Gründen. Da werden aus Gründen werden da Sanitäter drin sein. So, da wäre auch mal wieder reparieren notwendig. Da wäre mal wieder reparieren notwendig. Hier wäre auch mal wieder reparieren notwendig. Wie sieht es hier drüben aus? Hier drüben sieht es erschreckend aus. Okay. Brauchen wir hier nochmal so ein Teil irgendwo? Wir bräuchten hier oben nochmal eins, das weiß ich. Ja, das ist definitiv so, ne? Da bräuchten wir hier in der Ecke bräuchten wir nochmal einen. Hm. Auch so eine Geschichte. So, da sind vier Leute. Da sind vier Leute. Haben wir so einen nochmal irgendwo? Ich fühle mich gerade doof. Straßenlaterne, ja. Wir haben doch hier dich noch drin. Haben wir dich eigentlich für hier drüben schon, ne? Ich glaube, ja, wir haben dich eigentlich für hier. Das bedeutet, yes, du Roger that. Gehst jetzt yes, dahin und du done, hättest da dann deinen Arbeitsplatz in der Nacht. Spezialisierung Kommando hat keine. Auch schon wieder voll. Zack, reparieren. Hier. Auffüllen! Machen, hopp, hopp. Wir haben hier und hier. Können wir das bitte einfach mal abstellen? Dass das automatisch soll. Hier wird's essen. Weggehauen. Ah, jetzt weiß ich, was wir noch machen wollten. Ne? Wir wollten ja noch, genau, ich wollte hier noch Dingens ran. Ja. Ich erinnere mich vage. So, 11, 14 weitere Probleme, das ist. Wo ist jetzt dein Problem? Dein Problem ist, dass du fertig bist und eigentlich hierhin gehörst. Ne? Das ist eigentlich dein Problem, ich verstehe. So, was für ein Problem haben wir noch? Du? Yes, du möchtest ja auch. Du wirst hier im Krafttraining. Ja, das ist ja eigentlich ganz in Ordnung. Das kann man ja machen. So, keine funktionierende Kantine. Wie viele Kantinen soll ich denn noch bauen? Halt die hier hin. So, vier Köche. Das ist 100. Das Einzige, wie man die hier noch besser kriegt, ist, wenn man, ne,
Yes, sir. Weißt du was? Hier, geh du mal dahin. Und hier auch aus der Parkschicht. Yes, sir. Aber du auch hierher. Ich glaube, das einzige zugewiesene Tätigkeit passt nicht zum Trainingsziel. Okay, laufen, Ding haben wir. Dann du bitte auch hierhin. Ich kann sagen, hatte der gerade keinen... Der hat keinen Kopf! Da muss man nah hier noch rangehen. So, dann haben wir die beiden. Okay, dem fehlt es noch an Kraft. Du bist eigentlich, ne, du müsstest ja eigentlich sowas von hier hin. Das muss bitte auch repariert werden. Eieieiei. Da geht es ganz schön her. Wir müssen gucken, dass wir da unten jetzt dann bald jemanden reinkriegen. Nochmal so ein Chemiker. Ja, ich glaube, die haben wir in der anderen Basis, haben wir, glaube ich, keine Chemiker, oder? Lass mal gucken. Mal so. Nein. Scharfschützen, Panzerfahrer, Spione. Oh, keine Chemiker. Wobei, ich glaube, von den Panzerfahrern, wir könnten mal diesen Panzersoldat könnten wir mal umziehen. Hier, jo, mach das. Dann hier wieder rein. Dann müsste der da vorne schon am Tor stehen. Wo ist er denn? Yes, sir. Stopp, hier. Gebäude, Spezialisierung, Baracke 2. Sehr schön, Ziel setzen. Ach, du hättest Scharfschütze als Ziel. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich wäre ja Chemiker schon viel geiler, oder? Chemiker wäre schon eigentlich viel, viel besser. Ja, bedeutet, du musst natürlich hier hin. Jo, okay, dann zack und dann weiter. Und das wäre voll super, wenn das mal einer reparieren könnte. So, hier rüber, hier runter. Der ist schon auf 500 voll, das ist ja Kanone. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Ja, alles nicht so, ne? Alles nicht so tutti hier. So, das sind die, das sind die. Die. F alles an. Jo, läuft. Keine Vorräte. Ah. Wie viele Reparateure kann man brauchen? Antwort ja. Lasst mal, wir haben doch hier, da. Das ist auf 3, da könnte man ja tatsächlich, wir könnten das hier hinstellen, oder? Das wäre, wenn wir den da so hinklatschen, dann müssten die doch auch diesen Weg hier. Ja, das ist immer so eine Geschichte, war. Hier, hier. Das wäre richtig. Das wäre... Eigentlich müsste er hier hin. Eieiei. Warum ist hier niemand? Tag, Nacht, Schichtwechsel oder was? Zum Schichtwechsel ist keiner da. Keiner hat keiner Bock drauf. Yes, sir. Oh, Lev ist bereit zum Spezialisieren. Spezialisiere ihn. Yes, sir. Akzeptiere. So, und dann gucken wir doch gleich nochmal hier hoch. Das ist natürlich falsch. Wir wollen natürlich hier hin. Bion. Bion. Oh, 2 und 8. Okay. Lange nicht so gut wie vorher, aber wir probieren es trotzdem. Ja, vielleicht, vielleicht retten wir dieses Mal auch einfach die Zivilisten. Könnte ja auch mal sein, ne? Dass wir einfach mal... Yeah! Einer unserer Taucher hat sich in einem Seil verheddert, als er versuchte, einen Peilsender an einem der Schiffe der ranghohen Offiziere anzubringen. Er wurde zur Landestelle mitgenommen, aber wenigstens kennen wir jetzt deren Standort. Was? Indem wir uns die Trunkenheit der Anwesenden sogar einige...
Ja, Raumschleichen, geheime Informationen. So, eine muss verspritzen. Okay. Ah. Ja, jetzt müssen wir. Wir haben letztes Mal schon, jetzt ist Mission oberste Priorität. Es hilft nicht. Es ist böse, aber wir müssen die Mission fortsetzen. Die sind ja auch frei, wenn wir gewinnen. Ja, dann sind die ja auch frei. So. Ha. Wir haben alle Informationen, die wir brauchen. Das ist ein großer Schritt hin zum Sieg über Helga. Jawohl. Schicksal überlassen und das nimmt uns die Stadt übel. Ja, Beliebtheit 40% gesunken. Wir haben vorher 40%. Und einer unserer Spione ist weg. Verdammte Art. Wow, das ist extrem bescheiden. Ja, wir haben zwei Juggernauts, wir hätten insgesamt drei. Wir brauchen natürlich einen neuen Spion. Beziehungsweise, wir haben hier, glaube ich, noch Spione. Wir gehen mal hier hin. Da haben wir noch einen Spion. Diesen Spion werden wir rüberholen. Das ist jetzt nicht auch nicht teuer, ne? Das muss man ja... So, wo ist er? Da müsste doch schon einer der... Eieiei, das ist er, oder? Da ist er, jawohl, der hat kein Zuhause. Hier, passt, dankeschön. Passt nicht zum Trainingsziel. Warum nicht? Weil du denkst, du wärst schon so weit, ne? Deswegen passt das nicht, ja. Okay. Dann geh da rein. Dann geh da rein, wenn du meinst, so. 3 und 8, da ist auch, da ist der Panzerfahrer, der... 7 Geschwindigkeit, das ist ja. Das ist ja gar nichts, ne? Das ist ja weniger als nichts eigentlich. So. Ich fühle mich wie ein Auto. Nein. Doch? Okay, hier. Wollen wir einfach mal die Funkerausbildung voll reinklatschen? Nee, wir warten noch. Wir warten noch. Das, okay, wir müssen. Wir brauchen deutlich mehr Reparaturservices. Oh, du hast den, du hast den, du hast den. Was? Hier komm ich. Zack. Einer. Weiter. Stärke Auge, Stärke Forschung, Stärke Geschwindigkeit. Tempo verbessere. Passt. Hier rein. Danke. Hier Nummer 2. Haben wir sonst noch? Nein, haben wir nicht. Okay. Zugewiesene Tätigkeit passt nicht zum Trainingsziel. Warum nicht? Was würde zum Trainingsziel passen? Das würde zum Trainingsziel passen. Hau doch mal rein. Ich bin gerade am überlegen, ob wir einen von denen vielleicht nur zum Spion machen. Wäre vielleicht auch tatsächlich noch eine echte Geschichte, oder? Nein, nein, lass das mal. So, wir haben den ja jetzt. Hier, falsch bist du. Ich bin wieder falsch. Habe ich dich schon wieder falsch? Das ist sehr ungut. Hier, den bitte auch reparieren. Und dann müssen wir mal gucken, denn hier unten haben wir gar nichts hingebaut, was hochintelligent war. Bedeutet, uns laufen jetzt hier Leute durch die Gegend. Hier, du, ne? Yes, sir. Krafttraining. Ah, okay, gut, die geht automatisch dann. Krafttraining, das ist... Yes, sir. Voll gut, er auch automatisch Krafttraining, er ist auf 93. Okay, und jetzt ist natürlich die große Frage, wo ist... Yes, sir. Wo bist du? Ach, du hast dich, du würdest Wartungsgebäude 3. Wo ist eigentlich Roger dieses that. Wartungsgebäude? Wo? Ich dreh durch. So, bitte einmal, yo, hier, zack, einmal füllen. Er kriegt das nicht. Yes, sir.
Ziel setzen. Dich wollten wir hierhin haben. Okay, wir werden dich weiterhin dahingehend jetzt auch tatsächlich spezialisieren. Und der letzte, der hier irgendwo noch in der Gegend rumläuft, dem hier noch einen Panzersoldat. Okay. Du hättest was werden sollen? Du hättest das okay. werden sollen, du wirst jetzt das. Ja. Halt, wo bist du? Was wollte ich dich weiter spezialisieren? Auch zu dem. Dann haben wir aber viele von denen. Alright. Vielleicht doch lieber dazu. Wir spezialisieren dich natürlich trotzdem. Alter, da geht's, ne? Kollege, Kollege, da geht's aber ab. Warum stehst du im Lärm? Ich habe keine Ahnung, aber wir werden hier, dann hier, wir werden das Wartungsgebäude jetzt hier unten hinschustern. Zack. Und dann darfst du. So. Keine elektrische Energie. Jetzt glaube ich es aber. Nee, tatsächlich. Meine Güte, wo sind wir denn? Hier, 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 hier. Wo haben wir aufgehört? Hier haben wir aufgehört. Warum gehen wir jetzt da? So. Ja, hervorragend. Und jetzt können wir sagen, hier, du. Du nicht, du. Okay, die beiden kommen dann da unten rein. Einmal Tag, einmal Nacht. Das wird glorios. Einmal hier, einmal hier, einmal hier. Okay, hier, das muss alles. Boah. Okay, dann hierhin. Copy that, boss. Consider it Spion, done. Spion. Okay. Roger that. Copy that, boss. Okay, wir probieren's noch. Wir hauen rein. Komm. Jo. Und gib ihm. Jo. Camp Borealis. Wir wollen dieses Camp, ne? Wir wollen weiter, wir wollen das 3-Sterne-Camp. Wir wollen es haben. Wow. Ja, kein Personal zugewiesen. Unsere Spione sind als Mechaniker getarnt in den Flugplatz eingedrungen. Mal sehen, ob es ihnen gelingt, ein paar Schrauben zu lockern. Okay. Unsere Spione wurden erwischt. Wie sie die Hymne des One Military Camps summen. Sie mussten Kugelhagel unter Schimpf und Schande davonlaufen. Ja, das ist, unsere Spione haben hervorragende Arbeit geleistet und jetzt schwärmen unsere Juggernauts über den Flugplatz wie Heuschrecken über ein Kohlfeld. Fressen Heuschrecken Kohl? Okay, und? Yeah. Die feindlichen Flugplätze sind neutralisiert. Camp Borealis zurückerobert. Wird ein Kinderspiel. Gut gemacht. Akzeptieren. Okay. Das war klar, dass das noch lange nicht durch ist. So. Wir haben gar keine... Das ist total bombastisch. Doch, schau mal hier, Nachtlicht. Du siehst doch gut aus. Ich hätte dich eigentlich gerne in einer der Baracken gehabt, aber ich habe noch keine Baracken, also feuern würde ich trotzdem an. Und sagen dir, nix Intelligenztraining, Zielgenauigkeit, Ziel setzen, das da, halt, verdammte Akt. Wo läuft er? Da läuft er. Ziel setzen, hier, das wird dein Ziel. Und wir brauchen eine neue Kaserne, also eine neue Baracke. Da ist eine neue Baracke. Wir werden hierhin. Jawohl. Und dann werden wir den auszumachen. Hier, yes, den da. Du wirst in Baracke unterkommen. Wen haben wir denn da noch drin? Oh, sie, junge Frau, ne? Yes, sir. Und der könnte direkt, ne? Der könnte direkt, aber das wird er nicht. Ja, okay, wir müssen den doch wieder... Wir müssen den hier doch wieder... Oh, und wir brauchen da zwei von.
Das ist sehr unanständig. Adlerauge, Zielgenauigkeit 5. Da, jawohl. Baracke 2, hier. Hier hin. Yes, sir. Und auch du bekommst das Ziel, der hier zu werden. Und was fehlt uns dann hier noch? Dann fehlt uns hier noch ein Scharfschütze. Das ist aber nicht so schlimm, denn wir können uns von hier einen Scharfschützen ausleihen. Ja, da. Wir gehen mal hier drauf und dann haben wir's, ist es voll geil, ne? Also alle unsere Scharfschützen sind Idioten. So, hier hin, danke, runter. Vielleicht wird der ja dann auch mit, weiß ich nicht. Hier, Gebäude zuweisen. Bitteschön. Dankeschön. So. Behandlung. Zeitplan erholt sich. Ja, ist okay. Kann er ja dann machen, ne? Kriegt der schon, kann man dem schon ins Pause? Kann man ihm nicht. Schade. Na gut, aber dann würde ich sagen, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Lasst natürlich gerne einen Kommentar da. Bis dahin. Und ciao.